Hallo Pferdeleute, heute geht es um eine Cavallo-Mistgabel in meinem React. Und grundsätzlich ist das ja eine gute Idee, dass es diese Cavallo-Mistgabeln gibt, weil das hatte ich ja schon beim Horseman, bei mein Pferd, bei Dressurstudien im Fall Pfister kritisiert, dass die ihre Kontrollfunktion nicht übernehmen. Und dafür ist die Presse eigentlich da. Die gilt ja als vierte Gewalt im Stall. Ihr kennt das ja, sowas erzähle ich öfter mal. Jetzt gibt es diese Cavallo-Mistgabel und die Grundidee ist gut, weil dass die Leute einfach mit den Pferden machen, wie sie es gerade lustig finden, das kann ja wirklich nicht sein. Aber diese Tendenz, die es heutzutage so gibt, dass es alles lieb und nett sein muss und die sitzen dann da an ihrem Schreibtisch, haben vielleicht ein ganz klein bisschen Reiterfahrung, aber das sind ja dann in aller Regel keine Trainer. Und das ist halt dann sehr unrealistisch. Also ein Fall, den ich auch mal so ganz, ganz schrecklich fand, da hat der Andrea Frappani eine goldene Mistgabel, nee, ist die golden? Naja, so eine Mistgabel von Cavallo bekommen, weil er im Rückwärts bei der Reining das Pferd hinter der Senkrechten hatte. Jetzt guckt euch mal so ein Rückwärts in der Reining an, wie viele Sekunden das sind. Das sind vielleicht 4, 5, vielleicht 6 Sekunden, wo die rückwärts traben. Und die sollen bei diesem Traben natürlich den Rücken wölben. Und wenn ein Pferd den Rücken wölbt, kommt der Kopf nach unten. Oft genug sieht man dieses Kopf nach unten tatsächlich am langen Zügel. Aber das ist keine Rollkur, weil Rollkur ist es dann, wenn man eine Kur draus macht, also so ein Pferd über Minuten in so einer Position reitet. Für Sekunden ist das sogar sinnvoll zur Gymnastizierung. Also es ist wieder so ein gefährliches Halbwissen. Ein anderer, von dem ich weiß, der mal diese Mistgabel bekommen hat, ist ein Rodeo-Reiter. Da haben sie halt eine Momentaufnahme genommen, der hat das Pferd abgestoppt, in dem Moment hat das Pferd das Maul aufgerissen. Da fand ich das auch absolut unfair, weil man, ein Pferd kann nur dann das Maul aufreißen, wenn da kein Sperrriemen ist. Und wenn man ohne Sperrriemen reitet und man wirkt vielleicht mal härter ein im Eifer des Gefechts, so Rodeo-Pferde, die Speed-Rodeo reiten, die wollen natürlich auch rennen. Dann kann aber das Pferd durchs Maul aufmachen, sich dem Druck immer, ich sag mal, entziehen in gewisser Weise. Das sieht zwar nicht schön aus, aber es ist im Endeffekt pferdegerecht. Und jetzt haben wir hier jemanden, von dem ich mir jetzt ein paar Videos angeguckt habe, wo ich gedacht habe, der arbeitet eigentlich ganz anders als ich, aber gut. Und ja, die Tendenz, es muss immer lieb und nett sein, das ist halt unrealistisch. Ich habe neulich von einer Autorin gehört, die ich auch absolut pferdegerecht finde, wo ich euch in die Infobox mal eine Playlist rein tue. Und die konnte ein Buch nicht verlegen, weil der gesagt worden ist, ja, wir verlegen nur noch Bücher über positive Verstärkung und alles andere wäre unethisch. Also das ist sowas von unwissenschaftlich. Tue ich euch noch ein Video oben in die Infobox rein, was ich so über die positive Verstärkung denke. Ich finde das toll. Aber dass man annimmt, alleine mit positiver Verstärkung würde es gehen, das ist Unsinn. Was ich gut an dem finde, er zeigt realistisches, echtes Kommt Pferdetraining. aber direkt das erste Dorf So. weg. Energische sich wehren wollen und sich mit Kraft aus dieser Situation zu befreien. Und das sieht zwar alles immer recht wild und spektakulär teilweise aus, ist aber eigentlich nicht so gefährlich, wie es vielleicht wirken mag. Ich möchte auch gerne erklären, Ich finde es gut, was er so erklärt. Er hat vorher erklärt, was er da macht. Er hat den Rückweg nach hinten frei. Er hat die Absperrungen. Und man sieht ja auch, wie er arbeitet. Ne? Er hält in dem Sinne gegen. In dem Moment, wo das Pferd völlig überreagieren würde, könnte er ja loslassen. Halt. Aber das tut es ja eigentlich gar nicht. Ne? Und Pferdetraining sieht halt auch mal wild aus. Und was ich immer mal erlebe, ist halt, dass Leute auf Facebook vor den Verlagen sagen, also ich arbeite nur mit positiver Verstärkung, aber holt man die mal zu sich? Ich habe das einmal gemacht und das hat keine halbe Stunde gedauert, da hatte die schon mein Pferd geprügelt. Gefahr, dass Menschen oder das Pferd zu Schaden kommen.
zu toben, stehen dann drei Leute drumherum, ist die Verletzungsgefahr doch recht hoch. Also insbesondere für die Menschen, gar nicht so sehr für das Pferd. Was ich jetzt so sehe, wenn man gerade auch in den oberen Ausschnitt reinguckt, das ist also eine passive Beharrlichkeit halt, ne? Und man sieht, das Pferd tobt zwar ein bisschen, aber man hat das Gefühl, das Pferd weiß schon noch, was es tut. Die Zeit, wo das Pferd einfach nur da stand, wo er einfach nur vorne, ich sag mal, gehalten hat, und irgendwann hat das Pferd dasselbe nochmal gemacht, wo er dann eben auch, er sagt, warum Knotenhalfter, warum gutes Seil und nicht Longe und Stallhalfter, fand ich auch total gut. Könnt ihr euch ja selbst nochmal angucken. Was ich halt gut finde, ist, dass das Pferd nicht von hinten bedrängt wird. Dass da im Grunde genommen nur vorne jemand steht, ich halte dich in Position. Er zieht es nicht rein, er macht von hinten keinen Druck. Also so arbeite ich oft, dass ich eher von hinten dann auch einen gewissen Druck mache und immer dann, wenn der richtige Versuch kommt, nachgibt. Aber so, er zwingt das Pferd nicht rein, aber er sagt dem Pferd, es gibt aber auch keinen Weg hier weg. Und wichtig finde ich da immer die Körpersprache, ne? Was man dann sieht, wenn das Pferd blinzelt, wenn das Pferd die Ohren bewegt oder insgesamt wie viel Spannung ist in dem Pferd. Und ich denke mal, das ist ein denkendes, sorgloses Pferd von meinem Eindruck. So, und man muss dem Pferd auch unbedingt immer wieder diese Pausen geben. Und es muss selbst überlegen können und lang überlegen können, wie es als nächstes reagiert. Das Einzige, was ich immer wieder mache, ist, dass ich den Strick ein bisschen nachziehe, dass ich den immer wieder auf Spannung halte, um eben dann nach einigen Minuten immer wieder eine Reaktion des Pferdes zu provozieren. Aber völlig falsch wäre es zum Beispiel, wenn jetzt eine zweite Person anfangen würde, von hinten zu treiben, weil das Pferd dann mit Sicherheit noch heftiger reagieren würde. Und damit würde auch das Verletzungsrisiko natürlich viel zu sehr ansteigen. Das mit der Verletzung finde ich auch ganz wichtig zu sagen, weil ohne Unfälle kann es letztlich im Leben nicht gehen. Das ist, weil wenn wir Auto fahren, so, die kommen einfach vor. Aber dass die Gefahr zu minimieren, ist nicht so sehr, sind da, natürlich muss man gucken, dass da keine Ecken und Kanten sind, wie er das sagt, ne? Aber diese äußeren Begebenheiten, die sind gar nicht so das Wichtigste. Das Wichtigste ist das Know-how desjenigen, der vorne verlädt. Dass der das Timing hat, dass er das Pferd einschätzen kann. Dass er weiß, wann er ein bisschen mehr Seil einholen kann, wie er das gesagt hat. Und dass er weiß, wann er nachgeben muss. Halt, ne? Wenn er weiß, okay, das ist jetzt Widerstand, weil das Pferd einfach nicht in den Hänger will. Natürlich hinterfragt man auch immer, warum willst du denn nicht in den Hänger? Ne, ist vielleicht die Auflaufbremse kaputt, ist vielleicht irgendwas passiert. Ne? Das muss man natürlich auch reparieren. Aber eben da zu unterscheiden und dann zu sagen, wann höre ich auf, wann mache ich weiter, wie viel mache ich weiter. Diese Denkpausen fand ich total wichtig. Da ist doch jemand, der versteht was von Pferden. Trick noch mal so ein bisschen nach. Und ja, kriege auch nochmal eine Reaktion. Ja, und die war ganz gut. Sie geht einfach einen Schritt vor. Und damit sind wir wieder ein Stückchen mehr im Hänger drin. Kann vielleicht an der Stelle gerade erklären, warum ich die Mittelwand beispielsweise auch nicht zur Seite stelle. Das wird ja auch sehr oft gemacht. Ist auch gar nicht blöd. Aber in dem Fall, bei dieser Methode, eher nicht so ratsam, weil die Mittelwand die Stange, die vordere Stange, um die ich das Seil gelegt habe, gut abstützt. Ich habe einfach Angst, wenn ich die Mittelwand zur Seite stelle, dass mir die Stange vorne wegknacken könnte. So, jetzt ist sie schon so nah an mir ran, dass ich sie schon mal so ein bisschen am Kopf kraulen kann. So, versuchen noch mal ein bisschen zu ziehen. Ah, und da sind wir unserem Ziel schon wieder einen Schritt näher gekommen. Oh.
Damit hätte ich jetzt nicht mehr gerechnet. Mann, die will's aber echt wissen. Das finde ich jetzt auch sehr wichtig. Also ich dachte in dem Moment, naja, ich würde anders arbeiten, tue ich auch und hätte da wahrscheinlich auch, wenn ein Pferd so heftig reagiert, einfach auch nicht so den Mumm, dem Stand zu halten, glaube ich jetzt mal, ich weiß es nicht. Würde vielleicht auch das alles über mehrere Etappen machen, halt. Aber das ist ein Weg. Und nur weil ich es anders mache, heißt das nicht, dass sein Weg falsch ist. Weil am Ende hat er ja ein Ergebnis. Und ich sage immer mal so, in Zeiten der Boxpferdeprofis, wo uns die Ergebnisse einfach nur vorgegaukelt werden, wie sich ja jetzt gerade erst herausgestellt hat, ebenfalls im Abspann oder in der Infokarten die entsprechende Playlist, wo das dann rausgekommen ist. Ich weiß da aber von mehreren Fällen. Na, also jemand, der den Mut hat, der zu sagen, so sieht Pferdetraining wirklich aus. Das ist einfach ein Mensch mit Charakter, das ist ein ehrlicher Mensch. Und manchmal passieren eben Dinge, mit denen man eigentlich nicht rechnet. Ne, wichtig ist, dass man im Notfall, er hat das ja, wie er sagt, drumherum gewickelt, im Notfall wirklich loslassen kann, wenn es zu brenzlig wird. Die will's echt wissen. Also ist jetzt schon so weit im Hänger drin, dass ich eigentlich schon gedacht hatte, die Sache ist gelaufen und jetzt noch mal so eine Aktion. Ich habe einen Fall eines Pferdes, was in den Hänger geprügelt worden ist, wo ich euch auch Auf der anderen Seite. mehr oder weniger in Echtzeit ihr das begleiten könnt, wie wir das Pferd wieder daran gewöhnen. Da haben wir natürlich in diesem ersten Verladetraining uns damit zufrieden gegeben, dass zwei Füße auf der Rampe waren und beim zweiten Mal drei Füße auf der Rampe. Das ist ja ein völlig anderer Hintergrund. Das werdet ihr auch bald in meinem YouTube-Kanal sehen. Ja, so blöd wie es leicht auch klingt, je öfter sie versucht, sich da so brutal zu widersetzen, desto mehr wird ihr natürlich auch klar, wie aussichtslos das ist, sich hier mit Kraft entziehen zu wollen. Und gerade beim Verladen soll es auf lange Sicht auch aussichtslos sein. Also kein Pferd braucht ein Kompliment, kein Pferd muss sich hinlegen für seinen Reiter. Pferde müssen noch nicht mal unbedingt geritten werden, aber ein Pferd in unserer Obhut muss sich verladen lassen, weil wenn was ist, wir müssen in die Klinik kommen. Und da denke ich mal, da darf es keine Diskussion geben. Diese Geduld, die der Mann hat. Ich schneide euch das hier raus, ne? Aber wie lange er. Also. Jetzt ist es reingesprungen. Und ich habe euch was von den Ohren erzählt, ne? Und von den Gut. Augen mit den Blinzeln. Die Ohren bewegen sich. Die So, Augen jetzt haben wir eigentlich schon sehe ich gleich den jetzt nächsten nicht, aber ich bin Punkt. hundertprozentig sicher, dass die Sie blinzeln. hat jetzt schon. So, geben wir ihr mal eine Minute, um die ganze Aktion zu verdauen. Ich gebe ihr auch jetzt kein Futter, denn die Belohnung für das Pferd ist an für sich jetzt die Ruhe im Hänger. Macht absolut Sinn, weil das habe ich auch in dem Video Bernd Hackl Future Video mal erklärt, dass für ein Raubtier die Belohnung ist, ich gebe was hinzu. Für ein Pferd als Fluchttier ist die Belohnung, die natürlich fürs Pferd ist, ich nehme etwas weg. Draußen auf der Klappe, vor dem Hänger, da hat sie Stress gehabt, da hat sie mit dem Strick gekämpft. Und im Hänger ist sie bei mir, wird gekrault, hat ihre Ruhe. Eigentlich auch eine absolute Horsemanship-Idee, obwohl es so anders ist vom Aufbau. Dieses, ich mache den Hänger zum angenehmen Ort. Sehr gut. Im Hänger hat sie die Ruhe. Und das ist ja eigentlich genau das, was ich erreichen möchte. Das Pferd soll sich eigentlich im Hänger anfangen, wohler zu fühlen als vor dem Hänger. Das ist im Grunde dann die Belohnung. So, und was einmal geklappt hat, klappt auch ein zweites Mal. Ich schicke sie zurück, dass sie wieder auf der Klappe steht. Man sieht hier, er hat das nicht da Und hole angebunden. sie dann erneut
in den Hänger hinein. So, zumindest ist das der Plan. Für den zweiten Versuch ist das so ganz okay gewesen. Sie hat halt eine sehr abenteuerliche Art, den Hänger zu betreten. Hüpf! Ja. Wie schnell das jetzt ging. Er hat das Pferd zum Denken gebracht, auf seine ganz eigene Art. Mache ich das sehr gerne, dass ich nicht jetzt mit einmal aufladen zufrieden bin, sondern das durchaus noch zwei, dreimal wiederhole, um eben auch einfach so zu gucken, was macht sie beim zweiten Mal, was macht sie beim dritten Mal? Da finde ich halt auch ganz wichtig, was er in seiner Erklärung in diesem Video Missgabel an Cavallo zurück, was er gemacht hat, eben auch sagt, dass er das mit einem selbstbewussten Pferd eben so arbeitet, dass man mit anderen Pferden auch wiederum anders arbeitet. So, kurzer Anzug. Kommt noch mal so ein heftiges Widersetzen. Ja, ne, das ist natürlich mit dem Kopf dagegen die Rampe. Er zeigt diese Panne. Hut ab vor diesem Mann. Jetzt ist genau das passiert, was ich eingangs sagte. Diese blöde Situation, wenn die mit dem Kopf in dem Rahmen drin stecken, schlägt sie tatsächlich jetzt einmal außen am Rahmen an mit dem Kopf. Aber ich habe dann gleich geguckt, es ist nichts passiert. Was ich auch ganz wichtig finde zu sagen, das ist ja hier kein Tutorial. So, ne, da sagt ja nicht, so könnt ihr das nachmachen, das ist das Auto oder wie bringe ich ein Pferd in den Hänger. Er hat ganz klar, da oben könnt ihr das sehen, Verladen eines schwierigen Pferdes auf den Hänger. Und solche Videos sind nicht dafür da, damit alle Leute, ah, oh, ich mache das jetzt auch mal, weil es versteht sich doch vollkommen von selbst, dass man Pferdetraining nicht per Video erlernt. Ne, man kann sich Anregungen im Video holen, man kann sich Denkanstöße holen, man kann sich aufgrund eines Videos für eine bestimmte Trainingsmethode oder einen Trainer entscheiden, aber nachmachen tun wir das doch hoffentlich alles nicht, was auf YouTube uns so gezeigt wird, weil wenn wir ein Pferd haben, bin ich doch mal ganz sicher, wir haben doch alle hoffentlich einen Trainer, einen Reitlehrer, einen Osteopathen, einen Tierarzt, haben für alles die Fachleute und glauben nicht, dass YouTube einen zum Experten macht. Und wie das am nächsten Tag aussah, das sehen wir hier. Sie lässt sich verladen, als wenn wir es in der Zwischenzeit noch 20 Mal geübt haben. Aber es zeigt doch, er hat es richtig gemacht. Und wir sehen hier, 22, 24 hat dieses Video gedauert. Er hat uns das in Echtzeit gezeigt. Diese Videos hier, der heißt Ickelsbach, solltet ihr euch auch unbedingt angucken. Die hatte ich erwähnt, Missgabel des Monats zurück an Cavallo, die habe ich schon geguckt. Und jetzt, nachdem ich das für euch hier gemacht habe, werde ich mir auch noch, muss man unbedingt jedes Pferd reiten wollen, angucken. Und hoffe, dass mich da meine Erwartungen nicht enttäuschen. Wenn ich mich sehr freue, tue ich euch auch in diese Info und dieses I da oben rein, dass wir beim Cavallo-Reitschultest halt gut abgeschnitten haben. Aber ich denke mal, das ist auch Glück, so ein bisschen, wie man gerade miteinander klarkommt. Ihr habt euch ja noch mehr Videos von mir gewünscht. Einige habe ich ja jetzt gemacht, das mache ich auch total gerne. Aber bei den Reitvideos haben wir uns so überlegt, dass wir die in den Turnierkanal tun, und zwar im Herbst, Winter. Jetzt im Moment laufen da ja die Turniervideos. Da der jetzt wieder monetarisiert ist, wird es auch kommentierte Turniervideos geben. Also nicht jeder Ritt wird kommentiert, aber wir suchen uns da immer welche aus, um euch so ein bisschen zu sagen, wo kommt es drauf an. Und im Winter haben wir ja keine Turniere, da haben wir auch keine Videos und da brauchen wir ja dann auch Rumpi-Material. Und dann haben wir schon abgedreht, ist alles schon fertig, Fallen auf die Schulter, wie man das macht mit Dehnungshaltung, die Skala der Ausbildung, Seitengänge. Also da gibt es jede Menge Reitvideos. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst mir ein Like da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, lasst mir ein Abo da und erzählt euren Freunden von meinen Videos. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.